Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Aus Sicht der Fraktion der Freien Demokraten ist dieser Antrag sinnvoll. Es ist nämlich wirklich dringend nötig, den Instandhaltungsrückstau sichtbar und fühlbar zu machen. Und natürlich ist es eine Selbstverständlichkeit, solche Dinge zu bringen. Und natürlich haben das verschiedenste Vorgängersenate das verpasst zu tun. Aber das macht es ja nicht falsch. Besser spät als nie. Es geht ja darum, das, was jeder erlebt, auch mit Zahlen konkret zu unterlegen und diese jahrelange Vernachlässigung der Infrastruktur aufzuzeigen. Und das ist dann natürlich auch ein wesentliches Mittel, um bei weiterhin knappen Mitteln auch Prioritäten zu setzen. Der Antrag fordert letztlich erstmal nur ein Kataster. Das ist noch nicht das gesamte Erhaltungsmanagement, was da in der Überschrift steht. Zudem gehört dann natürlich die konsequente Ableitung eines vorausschauenden Instandhaltungsmanagements. Und das ist auch ein Thema, das man vorausschauend instand halten kann, wenn man so ein Kataster hat, dass nicht wie letztes Jahr im Funkturm sich plötzlich meterbreite Löcher an den Brücken auftun, sondern vorausschauend geschaut wird, das spart Kosten und das verhindert einen plötzlichen Verkehrskollaps. Denn Brückensperrungen in Berlin sind ja keine Naturkatastrophe, sondern sind nun mal Ausweis eines bisher miserablen Infrastrukturmanagements. Meine Damen und Herren, wir halten es auch für sinnvoll, in einem nächsten Schritt solche Maßnahmen, die dann abgeleitet werden, durch eine Infrastrukturgesellschaft gebündelt durchzuführen, um durch das Bauen in Serie sozusagen professioneller zu werden, damit schneller, billiger und vorausschauender gebaut werden kann und die Infrastruktur sauber auf einem guten Stand gehalten werden kann. Berlin hat es wirklich dringend nötig, die Instandhaltung der Straßeninfrastruktur professionell und vorausschauend zu managen. Der Antrag legt dafür die allererste Grundlage und deshalb wird die FDP-Fraktion dem auch zustimmen. Vielen Dank.